Giftmüllteufel sein erstes Opfer. Und nun sagt man, dass der Giftmüllteufel... Gianni hat mir gerade auf meinen Kaffee getippt und isst das hier. Lucky Charms. Ist das lecker, Gianni? Du wischst nur die Sachen raus. Das ist ein Mond. Was? Ein Mond. Ein Mond? Ja. Ah. Oh. Ist das? Warte. Hufeisen. Hufeisen? Ja. Da sind sie alle erklärt. Guck mal, ein roter Ball. Ein lilane Hufeisen. Ist das? Ein Hut. Ein Wohnhaus. Ein Huthaus. So. Ist das? Eine Rutsche. Eine Rutsche, ja, sieht aus wie eine Rutsche. Da hast du recht. Ich werde heute alle Spielsachen in Angriff nehmen. Die Achilia muss gleich auf einen Geburtstag und dann nehme ich die Kinder und wir werden aussortieren. Ich habe nämlich mir noch einmal dieses Buch, was ich euch, wovon ich euch letztens erzählt habe. Das letzte Kapitel habe ich mir nochmal durchgelesen, weil, ja, um es mir noch ein bisschen besser einzuprägen. Und da steht ganz deutlich, man soll nichts sozusagen verschwenden. Jetzt mache ich ganz schnell noch mal ein Video zu Ende, lade es hoch und fahre mit Achilia Geschenk kaufen und sie dann zum Geburtstag Party. Ich fahre dann noch ganz auseinander wieder. Ach, egal. Wenn ich ein Kind anziehe, dann sieht das so aus. Nein. Wenn ein Kind sich anzieht, sieht das so aus. Celine, sag dich mal, mein Schatz. Wow. Nee, du darfst nicht mit, weil ihr wollt dann was kaufen und das geht nicht. Ich kaufe auch nicht. Mäuschen, der Baba ist da, der macht euch gleich was zu essen. Nein, so. Isel, du räumst das hier bitte alles auf. Itzi. Dieser Anblick ist schöner als dieser Anblick. Okay, die Tassen, alles bitte weg. Den Joghurt. Lego, ich weiß, das war Jan, aber trotzdem. Ich räume eure Sachen auch auf. Ein bisschen Tee noch. Scheiße, wir haben keine Zeit. So, wir sind jetzt da. Gehen die Spielkiste suchen. Nein, Geburtstagskiste, Geburtstags-irgendwas. Eine lustige Rutsche. Oh, ich liebe Puzzle. Würde ich sofort kaufen, wenn ich ein bisschen Zeit hätte. Willst du rutschen gehen? Dann komm. Ein Auto. Mhm. Die hat er eben ein Geschenk bekommen. Soll ich den Hund nehmen, John? Ja. Und was hat dir für Gianni geholt? Lutscher. Keine Spielsachen. Obwohl, ich muss sagen, ich habe selber total gerne da geschaut und am liebsten hätte ich irgendwas gekauft. Aber wir haben so viele Sachen. Super, super. Mama. Warte, ich werde die Schuhe einfach zu machen. Warte mal, wir kommen besser nämlich schon. Ja, dann? Warte, ich würde sagen. Der Gianni bringt dich zum Geburtstag, Atelier. Achilia ist jetzt abgeholt. Wir waren dahin gefahren, aber ja, da war keiner mehr, denn der Vater holt alle Kinder ab und sie fahren zu einer Glasfabrik. Und ja, das findet Achilia total cool. Und ich muss auch wirklich sagen, wow, super Idee. Und nun macht die Itzi Banane mit Orange. Sehr fleißig. Wir wissen ja, wenn es um sowas geht, ist die... Nee, alles super. Ist die Itzi immer... gut dabei. Und ich möchte gleich etwas Amerikanisches. Das hat uns die Claudia damals auch gekauft, weil das so typisch amerikanisch hat, ne? Und ich habe mir dann auch noch mal Nudeln schon zur Seite gestellt, die ich dann gleich machen möchte. Dann gibt es auch eine Soße und für mich geht es eher um diese Soße. Ich habe die noch nie so gegessen. Ja. Ist wahrscheinlich so eine... Nicht gerade wirklich...
gesunde Variante, aber trotzdem. Das ist fest. Ja, alles gut. Frisch gepresster Orangensaft. Mega lecker. Und sehr gesund, Izi. Auch mal ein bisschen rausgehen dann, ja? Bevor wir dann nach unten in die Wohnung gehen und alles aufräumen. Alles aus deinem Zimmer geht nach unten. Alles, was hier steht, nach unten. Und dann sortieren wir es aus. Und dann verkaufen wir es. Wir spenden es. Und verkaufen wir es. Ja. Man muss auch was umsonst geben, mein Schatz. Ja, nicht jeder kann sich was leisten. Ja. Nicht jeder kann sich etwas kaufen. Ja, zum Beispiel. Mann. Ja, zum Beispiel. Da geht man dann ganz viele Lutscher. So geht das? Mhm. Ich hab's immer anders gemacht. Wie denn? Ich geb. Komm, nur das Orange. Also erstmal die Orange und dann gepresst. Oh, das ist das Gleiche. Die Orange drauf gemacht und dann gepresst. Und da? Ha! Jetzt ist total viel. Weil ich schon zwei gemacht habe. So. Jenny, darf ich auch ein bisschen? Nein, ich mach euch. Darf ich bitte? Ich mach euch. Okay. Itzi, guck mal, wenn sowas hier liegt, ja. Du hast es gemacht. Nicht mit den Händen, Kind. Mit das, da geht das nicht. Ich mach alles kaputt. Ja, dann nimmst du die Zange, die der Baba auch immer für sowas benutzt. Zange, Nein, ich weiß jetzt, wer das sieht. Also, man hat dir gezeigt. Ich erkläre mir was anderes, Mama. Ja, jetzt sind die Nudeln gekocht und ich muss sagen, die sehen so billig aus, so grau irgendwie. Keine Ahnung. Oder ob ich vielleicht ein bisschen geblendet bin von den Nudeln, die ich habe, weil die sind extrem gelb. Kann ich auch mal zeigen. Meine brauchen ein bisschen länger. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber auch auf dem Teller sehen die so gräulich aus. Johnny, schmecken sie? Also, alles egal. Und, lecker? Jetzt habe ich auch wieder die gelbe Farbe. Mit der Gabel, genau. Nicht mit den Händen. Ich bin so gespannt. Okay, die Soße sieht aus wie Schmelzkäse, nur in flüssig. Da ist auch, glaube ich, Milch drin. Ne? Da steht auf der Verpackung auch mit richtigen Käse, also mit echtem Käse und echter Milch. Was machen dann die anderen rein? Lecker, nur ich habe zu den Nudeln, glaube ich, ein bisschen zu viel Salz dran gemacht. Und mehr. Ich. Ah, lecker? Ja. Mm. Ist so lecker. Das ist so lecker? Lecker. Also. Und, wie sieht's aus? Wollt ihr nach Amerika? Und da wird der Deutsche, wohnen wir dann wieder hier, oder? Nee, dann wohnen wir nicht mehr hier. Du willst alles verkaufen und willst trotzdem noch hier wohnen bleiben? Ja, damit was Neues kommt. Damit was Neues hier reinkommt? Mhm. Hallo, Mama. Hallo, Johnny. Komm, Mama.
Nee. Oh, wow, hast du die Autos gefunden? Gehen wir nach unten und räumen mal alle Spielsachen jetzt auf. Ezi, in dein Zimmer. Johnny, mach das jetzt mal bitte. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Los. Oder machst du das? Hä? Das geht nicht. Johnny, du musst mal kommen. Ich weiß, wie das geht. Seht ihr diese Treppe? Hier wird gleich was passieren. Ich muss es einfach machen. Ich halte es nicht mehr aus. Immer muss ich diese Spielsachen aufräumen und aufräumen. Jetzt kommt das Ende. Küche, die Acelia macht einen Tee, der richtig lecker ist. Ich habe nämlich gestern auch mal ein bisschen gelesen, was drin ist, weil ja, bei Bio bin ich da meistens etwas, ich kaufe es, wenn wir gerade unterwegs sind und gucke nicht so auf die Inhaltsstoffe wie bei anderen Produkten und ja, musste feststellen, dass da Stevia-Blätter sind und dadurch ist er ja total süß schon und wir lecker. Brauchen Und super lecker, die Acelia ist total begeistert, wollte schon, dass wir das hier aufbewahren, Mama. Damit wir nicht vergessen, den nochmal nachzukaufen. Ich bin auch gerade am Essen machen. Mama. Leider hatte ich... Achso, Gianni, sorry. Du redest so oft von mir, Gianni, dass ich dich schon manchmal überhöre. Du musst mir jetzt mal hier ein bisschen helfen, Gianni. Ich mache Essen einmal... Ja, ich wollte Risotto machen. Ich mach's auch, nur die Nudel. Der Reis ist nicht so wirklich dafür geeignet, aber ich denke mal, trotzdem wird es essbar sein. Und nun brate ich noch ein paar Sachen an, aber nur eher so gedünstet. Ich habe noch nie mit euch gespielt. Der Gianni will gerade mit mir spielen, aber ich würde gerne was essen, denn wir haben mittlerweile 1 Uhr. Und ja, jetzt sieht das Ganze so aus. Ich habe es eher gedünstet, habe ich ja gesagt. Die Brühe habe ich auch selber gemacht, da ist auch noch was übrig. Ja, also ich esse mal was. Der Gianni spielt heute wirklich super gut, auch ziemlich viel alleine, was ich toll finde, dass ich mich nicht zu sehr da einmische. Gianni, kommst du zu mir essen? Weil wir müssen gleich nach unten die Spielsachen weiter aussortieren. Und guckt mal, wie viele Autos ich gefunden habe. Die schmeißen... Ja. Hallo. Oh, Johnny, warte. Ah, super. Ja, und die letzten Stunden verbrachte ich hier. Ja, sieht nicht so aus, aber ich habe angefangen auszusortieren. Die Sachen waren eigentlich alle sehr ordentlich hier gestapelt, bis ich in die USA geflogen bin. Ja, der Idris hatte Ruhe und ich danach das hier. Und ich glaube, ich habe schon einige Sachen hier weggemacht. Es sind nur noch so Kleinkramteile, die wir sortieren. Die Kinder sind auch gerade draußen. Ist euch nicht kalt? Nee. Und Gianni ist der Einzige in der ganzen Afrika, in ganz Skaterhaut ohne Reifen. Jeder ist das alles. Die, ach so. Die Mülltonnen, die Blumen. In einen Topf. Okay. Acea, nein. Wenn du fällst. Mäuschen. Nur stehen, nicht fahren mit Jan auf den Arm. Celine, Schatzi, waren wir heute unten gewesen und haben ganz viele Spielsachen ausgeräumt. Wie viele Stunden waren wir da? 4 Stunden. So viele. Und dein Zimmer sieht jetzt viel, viel besser aus, oder? Aha. Ja, da kommen noch was. Was tun wir wieder auf? Wir verschenken alle Spielsachen. Verschenken wir. Mama? Ja? Der Josef. It's nervig. Ah. Und er.
Oh, ja. Bei manchen Leuten spiegelt der Charakter das Äußere wider, mein Schatz. Und er ist böse und gemein. Okay. Dann werden wir ganz lieb und gewinnen. Aha. Karl. Gute Nacht.